Was geht ab, meine Ninjas? Osare hier. Und im allerersten Naruto Blazing Summon Video, denn heute ist unser Boy Itachi Uchiha erschienen. Oder Itachi Uchiha, wie auch immer ihr ihn nennen wollt. Ihr wisst auf jeden Fall, wer gemeint ist. Und zwar ist er der neueste Blazing Fessel Charakter. Er ist zu den 20 Millionen Downloads gekommen. Hier zur 20 Millionen Download Celebration auf Naruto Blazing. Ich bin echt gespannt auf die Step-Up Summons, denn im 9. Multi ist er garantiert. Dann habt ihr ihn auf jeden Fall. Die Sache ist, wir haben keine Pearls für 9 Multis, aber ich glaube, wir bekommen 4 oder 5 Multis hin im heutigen Video. Ich habe nämlich leider, entweder wird es bei mir nicht angezeigt oder auf Global wird es an sich nicht angezeigt, nicht das Bild gefunden, wo die Step-Ups einfach gezeigt werden, so wie in JP. Also JP und Global Blazing haben eine Woche Unterschied und in JP kam er letzte Woche raus und da gab es ein schönes Bild, blende ich euch mal kurz ein. Und da ist dann quasi gelistet, wie die Step-Ups sind und ich gehe sehr stark davon aus, dass in Global genauso sein wird. Heißt hier, wie ihr seht, beim ersten Multi sind nur 40 Pearls, beim zweiten haben wir 50 Pearls, dreifach Rates up jedoch für Itachi. Beim dritten ist einer der Charaktere, die da gelistet sind, garantiert. Wenn ich Kaguya ziehe, wäre es auf jeden Fall nice. Außerhalb davon, vierter Multi 30 Pearls und so fort. Und fünften sollten wir eigentlich hinbekommen. Dann haben wir hier sechsfach Rates für Itachi und ihr seht schon, ganz hoch beim neunten Multi gibt es ihn dann auf jeden Fall garantiert. Was gibt es zu Itachi zu sagen? Er ist wie gesagt der neueste Blazing Festival Charakter. So sieht sein Artwork aus, wenn ihr ihn awaked. Man kann ihn nicht Blazing awaken, weil es kein PvP-Charakter ist, sondern hier an der Stelle, wie ihr seht, ein PvE-Charakter, wenn ich das so sagen darf. Er ist vom Bravery Element und an der Stelle, was gibt es zu ihm ansonsten zu sagen? Er ist wirklich eine gute Unit, er ist nicht schlecht, er ist echt nice, aber weil die Rate so gering ist, lohnt es sich vielleicht nicht unbedingt hier zu summonen. Denn die Rates für ihn sind bei 0,33%, das sind LR Rates, deswegen spricht man von LR Rates in Blazing wegen Dokkan. 0,33%, wie gesagt. Wenn ich hier ganz kurz mal die Details finden könnte. Ne, nicht hier. Und zwar, Moment. Ja, das ist jetzt ein bisschen echt komisch, dass einfach die Step-Ups nicht gezeigt werden. Oder an sich hier wahrscheinlich nur gelistet. Aber wo sind die Rates? Bitte geben Sie mir die Rates. Jetzt, ich glaube. Ah, ne, jetzt. Oh mein Gott, der sieht. Oh, der sieht schon krank aus, um echt zu sein. Wenn wir den heute ziehen in seinem Dress, das wäre schon richtig geil. Das wäre schon richtig geil, auf jeden Fall. Schauen wir uns mal ganz kurz seine Ulti an. Komm, warte, lass mal erstmal die erste Ulti sehen. Das ist die erste Ulti an der Stelle, Amaterasu. Wenn ihr die startet, sieht das folgendermaßen aus. Und so, wenn das Ganze hier lädt. Oh! Ihr wisst also, ich bin totaler Uchiha-Fanboy an sich. Und jetzt lass mal ganz kurz die zweite Ulti sehen. Das sollte sein Susanoo sein, oder? Wie es da dran stand. Wow, nice. Ja, wenn wir den ziehen, wäre es auf jeden Fall geil, Freunde. Ich sag mal so. Wir werden es gleich probieren, wie gesagt. Aber wenn ich ganz kurz mal auf die Liste komme. Ah, hier, Drop Rate. Jetzt habe ich es. Und zwar hier. Da sind die verschiedenen Steps zwar so gelistet, aber komischerweise habe ich das Bild nicht, so wie auf JP. Anyway, hier, Summon Level 1 haben wir an der Stelle. Wir haben an sich 0,33% Rate nur für Itachi. Und beim zweiten Summon haben wir gesehen, ist es dreifach, was glaube ich, richtig? Hier ist es auf mein Handy richtig dreifach. Kommen wir auf 1%, also. Ja, dennoch gering, aber ich würde sagen, wir versuchen mal unser Glück auf jeden Fall im Banner von Itachi Uchiha und oder Uchiha, Freunde. Seid mir nicht böse wegen der Aussprache, ja, es gibt ja viele ich finde das ein bisschen komisch, dass in Naruto, da gibt es wirklich viele, also ich will niemanden persönlich angreifen, aber da gibt es echt viele, die da irgendwie böse werden, wenn man etwas falsch ausspricht, wenn man ihn auf Deutsch ausspricht, auf Englisch oder auf Japanisch. Im Endeffekt wisst ihr, wen ich meine, Freunde, also alles gut. Wir hauen mal unsere ersten Routing raus, also ihr kommt nicht zu Hilfe. Aber wenn euch das Ganze bis jetzt schon gefallen hat oder an sich das Ganze euch gefallen wird, dann gebt mir ganz auf jeden Fall Like. Und falls ihr neu seid, Freunde, dann drückt auch auf den Abo-Button, damit ihr in Zukunft nichts verpasst. Und jede... Oh, ich hatte gerade Schiss, dass ein Dead Multi wird, weil es gibt hier Dead Multis. Jede Unterstützung zählt ihr auf jeden Fall und ich bin für jede dankbar. Oh! Erster Goldcharakter, let's go, wer ist es? Okay, okay, der dritte Hokage hier an der Stelle. Okay, ja, Sarutobi, her damit. Hier, ja, keine Ahnung, ob er gut oder schlecht ist. Wie gesagt, ich spiele mich noch ein bisschen ein in das Spiel. Aber ich hoffe und denke, der ist nicht schlecht. Oh, wow, der sieht geil aus. Der sieht geil aus. Maito Guy, der sieht geil aus, Freunde. Ihr könnt mich direkt mal wissen lassen in den Kommentaren, ob die Charaktere, die wir ziehen, gut, schlecht sind, etc. Ihr habt mich da auf jeden Fall an der Stelle. Da bin ich froh darüber, dass wir kein Dead Multi hatten, weil Dead Multi... Dead Multi gibt es hier legit. Genau, Freunde. Und jetzt im zweiten Multi haben wir hier dreifach Rates für unseren Boy. Sollte eigentlich so sein, richtig. Dreifach Rates. Gucken wir mal, ob das Ganze hier...
GG. So, jetzt muss ich ja ein bisschen Platz schaffen, weil es nicht so wie ein Dokkan, dass man einfach über die Charakterbox dann hindurch summon kann. Aber. Komm schon, Naruto! Oh nein, der ist alleine. Sasuke kommt noch hinzu und Sakura auch, ey, wir wollen auf jeden Fall die Puls. Aber muss mal gucken, vielleicht musst du dann nochmal Box clearen, wie gesagt, da werden wir nachher schlauer. Sasuke, komm her. Nice, sehr schön, Freunde. Ich wünsche auf jeden Fall euch sehr viel Glück, wenn ihr summonet. Wie gesagt, man muss hier vielleicht nicht unbedingt summonen. Oh mein Gott. Mein Herz. Nur einer. Oh mein Gott. Man muss hier vielleicht nicht unbedingt summonen. Itachi an sich wirklich eine solide Unit, der ist echt gut, aber seine Rates sind gering. Vielleicht würde ihr auch für die Zukunft sparen. Ein nächster Charakter, der kommen sollte, haben viele von euch gesagt. Oh. Oh. Den nehmen wir auf jeden Fall an. Skill. Ich habe einige gute Skill-Charaktere, sag ich mal. Okay, den nehmen wir an. Den nehmen wir an auf jeden Fall. Den nehmen wir an. Sehr schön. Viele von euch haben gesagt, Edo Tensei Hashirama sollte kommen. Und vielleicht wollt ihr sparen für die nächsten Banner. Wie gesagt, wir sind ja schon mittendrin. Unser Boy Itachi, den wir auf jeden Fall versuchen hier zusammen. Aber die Rates sind gering, da will ich euch nichts erzählen. Jetzt sind wir beim dritten. Heißt, aus dem Bild, was wir vorhin gesehen haben, sollte eigentlich eine von denen, die auf dem Bild waren, garantiert sein. Wenn Kaguya drin ist, wäre es echt nice. Okay, einen garantierten haben wir schon, wenn ich es so richtig aus dem Bild entnahm. Da werden wir aber gleich schlauer im Endeffekt. Und genau. Ja, wie gesagt, ich weiß, wo ich vorhin stehen geblieben bin, aber wünsche auf jeden Fall sehr viel allen Glück. Sehr viel allen Glück. Allen sehr viel Glück. Wenn ihr das zusammen... drei Stück. Okay, also... Ja, okay, seht ihr? Da ist einer garantiert. Das ist der allerletzte. Oh mein Gott, komm schon. Okay, oh, lol, den habe ich vorhin gezogen. Nein, wer ist das? Okay, der ist immerhin kein Fake-SSR. Also wir haben Gott sei Dank bis jetzt noch kein Fake-SSR gezogen. Aber HDF, bitte, Naruto, wer will den schon? Und? Nein! Den hatte ich auch schon. Ist ein Dupe, ist nice, nehmen wir auf jeden Fall an. Aber wir wollen neue Charaktere. So, vierter. Wir haben noch zwei Multis. Oh mein Gott, wir haben noch zwei Multis. GG. So, her mit dem Multi, let's go. Ich glaube, ich muss meinen Sharingan aktivieren. Ich glaube, erst dann bekommen wir ihn. Komm schon. Sasuke, please. Bitte, hol deinen Bruder zurück, Sasuke. Komm schon. Hol deinen Bruder. Nein! Ah! Oh mein Gott, ich hatte sowas lang nicht mehr. Dead Multis hatte ich lange nicht mehr, dank Dokkan. Aber Spaß, in Legends gibt es ja Dead Multis, also muss ich mich gar nicht mal so aufführen. Aber shit, hat das gerade wehgetan. Weil das waren nur 30 Pearls. Ja, der war vergünstigt, dieser Multi. Warte mal, hier haben wir jetzt 6-fach Raids für Itachi. Sakura, komm her, wir brauchen die ganze Hilfe, komm her. Wir brauchen die ganze Crew, Team 7. Komm schon, Freunde, droppt hier. Unser Boy. Einer ist es. I don't wanna know. Der ist auch noch, glaube ich, Fake SSR. Dein Ernst? Glaube ich schon. Oder? Lol. Nein! Verdammt! Was steht denn bei dir dran? Extra-Effekt. Warte mal, wo ist der Penner, den wir gerade gezogen haben? Der, ist der Fake? Ist es er? Ja. Naja, Freunde, so viel zum ersten Video, zum ersten Sum-Video von Naruto Blazing. Für die nächsten Steps brauche ich... Wie das ausschaut, wir waren jetzt bei 5, ne? Ich war bei 9. haben wir garantiert. Also ich denke und hoffe, wir werden es in einem zweiten Summon-Video sehen. Ich denke, die Ausbeute war gut, denke ich mal. Ich glaube schon. Lasst mich wissen in den Kommentaren. Aber für die nächste Ausbeute, beziehungsweise für das nächste Video, muss ich mir jetzt erfarmen. Was steht hier dran? Wir sind bei 150, 180 Pearls. 180 Pearls.
Sollte ich, denke ich, hoffentlich hinbekommen, falls ihr euch fragt, wo erfahre ich denn Pearls, sei es aus den Stories durch Multiplayer oder Emergency-Mission, weil hier zum Beispiel, da kommen immer jeden Dienstag neue Missionen rein, oh mein Gott, ich kann nicht mal reingucken, egal. Und jedenfalls dort könnt ihr in den Quest-Sections, zum Beispiel, wenn ihr mit dem, bei einer Mission müsst ihr einfach gucken, was ihr machen müsst, damit ihr viele Pearls bekommt. Und wenn ihr zum Beispiel mit einem reinen Body-Team reingeht, bekommt ihr entweder 1, 3 oder 5 Pearls pro Run, da könnt ihr wirklich sehr viel holen. Oh mein Gott, aber ihr seht schon, im Endeffekt werdet ihr dann schlauer dadurch. Die Rates sind schon low. 0,33%, auch wenn wir einmal dreifach, sechsfach hatten. Wir hatten nur ein Dead Multi, ein Fake ist es eher, so sage ich mal, zwei Dead Multis. Denke ich, hoffe ich kann, eigentlich kann man damit leben. Ich hoffe, das Ganze hat euch, wie gesagt, demnach gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen Like und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done next time you ain't won't be around.